Und damit sage ich wieder herzlich willkommen zurück zu Pokémon Omega Rubin. Wir sind im Metallflor. Ich bin mir nicht ganz sicher, warte. Metallflor-Tunnel, glaube ich. Metallflor-Tunnel. So, und hier ist ein Pokéball. In einem Pokéball. Sehr schön. Ich kann mich noch erinnern. Hier ist wirklich alles gleich. Ja, Zertrümmerer. Wer hätte das gedacht? Was, du willst gegen uns antreten? Dann mach dich besser auf eine Abreibung gefasst. Oh Mann. Ich heul gleich. Ich will niemand sehen. Und Funny Face erst recht nicht. So. Ja, ich helfe dir schon. Ja, was für eine Pleite. Das Pokémon, das ich als Geisel genommen hatte, hat sich als völlig wertlos erwiesen. Und dann bin ich auch noch in diesen Tunnel geflüchtet und eine totale Sackgasse, eine totale Sackgasse ist. Hey du, forderst du mich etwa heraus? Nee, ich spiele nur mit dir. Und zwar trete Team Magma in den Hintern. Los geht's. Zeig Schwalbi das. Was? Okay, es war ein Volltreffer, oder habe ich es gerade falsch gesehen? Alter. Ach, das ist wohl das Ende der Fahnenstange und meiner kriminellen Karriere. Das ist einfach nicht fair. Der Boss meinte doch, der Job sei ein Kinderspiel. Ich sollte nur ein paar Bauteile von der Devon-Kooperation klauen. Mehr nicht. Wenn du sie so dringend wiederhaben willst, dann nimm sie eben. Hier. So, die Devon waren. Pecco, bin ich froh, dass du unversehrt wieder bei mir bist. Pecco verdankt dir ihr Leben. Man nennt mich Mr. Bragg. Und du bist? Ah, du bist also Passy. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn du irgendein Problem hast, zögere nicht, mich um Hilfe zu bitten. Ich wohne in einem kleinen Haus am Meer, in der Nähe des Blütenburgswalds. Blöde. Komm, Pecco, wir sollten uns auf den Heimweg machen. Nee. Okay, was Markt hat da Pecco gesagt. Keine Ahnung warum. Weiter geht's. Ich werde mal kurz was ändern. Und zwar, weil jetzt Schwalbini ein etwas höheres Level hat, werden wir ihn mal jetzt tauschen. Damit auch Raptor wieder die Chance hat. Oh, Flummel, verpiss dich! Ohne Scheiß. Ohne Scheiß kein Preis. So, weg. Hau ab. Oh. Was du nicht sagst. Okay, kein Pokémon nervt mich. Kein Flurmel nervt mich. Um genau zu sein, ich habe noch nie einmal Flurmel. Geh Bock. So, hä? Spitze! Der komische Typ ist aus dem Tummel abgehauen. Jetzt kann ich endlich weitergraben. Dann mal viel Spaß. Hey, jetzt komm. Jetzt können wir. Es nervt einen voll. Jetzt kommen wir rein. Der Metallflottunnel. Zuerst sollten wir mit einem großen Team und schweren Maschinen durch den Felsen brechen. Aber dann mussten wir aufhören, weil sich unsere Arbeit offenbar negativ auf die wilden Pokémon in dieser Gegend ausgewirkt hätte. Und deshalb haben wir jetzt nicht mehr zu tun, außer hier faul rumzuhängen. Um ohne den Tunnel nach Wiesenflott zu kommen, muss man das Meer bei Faustauhafen überqueren. Nach Graphitport City segeln und Malvinfro City passieren. So, wo lang jetzt? Mal sehen, ob wir jemanden ansprechen können, ob der auch wieder einen Kampf haben möchte. Es kann, wie gesagt, immer wieder mal sein. Das finde ich echt geil. Ah!
Mann! Es nervt. Geh weg! Oh, ich bin doof. Ich bin so doof. So, jetzt aber wirklich, geh weg! Alter, es bringt gar nichts. Oder auch doch. Lol. Okay. Jetzt bitte. Verpiss dich. Nein. Oh Mann. Hier ist kein Durchgang. Ich will endlich raus. Bitte lass mich hier raus. Danke. Warte. Na, ja, schade. Schnauze. Warte mal. Okay, wir gehen mal zu Mr. Bragg. Wenn wir ihn finden. Ich glaube, hier ist er irgendwo. Na, siehst du? Und gegen der haben wir schon gespielt. Ich finde das geil. Ich finde das echt eine geile Idee. Boah, Level 13. Und die verbessern sich auch noch. Was hat dir das jetzt gebracht? Ein Scheißhaufen. Würde ich mal sagen. Es ist eine. Oh, Gott im Himmel. Tja, war auf jeden Fall ein großer Fehler. Oh, ich habe mein Bestes gegeben, doch trotzdem verloren. Trotzdem Punkt, Punkt, Punkt. Trotzdem gestorben. Wo ist er denn jetzt? Nee, da war er nicht. Aber hier geht's doch schon zum... Den ganzen Weg zurück? Okay, hier ist eine Abkürzung. Wie das einen nervt. War das hier? Ja, hier war's. Hoppla. Hä? Hä, wo ist der jetzt hin? In dieser Hütte lebt Mr. Bragg. Er war einst ein stolzer Seemann, der jedem Unwetter trotzte und nie Angst vor dem Meer hatte. Ja, aber wo ist der jetzt? Moment mal, hier war ich doch noch gar nicht. Das Meer, was? Ich würde so gerne wissen, wie es auf dem Meeresgrund aussieht. Spuren im Sand zu hinterlassen ist total lustig. Ja, lustig, ja, lustig. Such dir einen Job, würde ich mal sagen. Alter, Level 4. Ja, Zornklinge. Was ist denn jetzt schon wieder los? Trifft das nicht immer, oder was? Wie sind die Chancen, dass es trifft? Das hat eigentlich gar nichts gebracht. Level 4 hat überhaupt nichts gebracht. Hätte ich auf Pfund einsetzen können. Pfund. Siehste? Alter. Oh, meine Schuhe sind voller Sand. Das ist ziemlich unangenehm. Das hat mich früher auch immer so genervt. The fuck? Wingull? Pokémon in der Nähe.
Wo denn? Ich sehe nichts. Ganz komisch. Naja, egal. Wo ist der denn jetzt hin? Das nervt mich. Irgendwo hier scheint ein Pokémon zu sein. Nee, das will ich jetzt nicht haben. Auch ziemlich geil. Das zeigt an, wo es gerade ist. Ob es in der Nähe ist oder keine Ahnung, was es ist. Ja, Schwalbini hat es gerade unten angezeigt. Und da ist es auch wieder weg. Okay, ich weiß nicht, wo Captain Prag ist, aber egal. Geh ich hin. Ich glaube, ich setze Schutz ein. Ich habe Angst. Okay. Aha, es kommt kein einziges Pokémon. Ey, Zerschneider. Gehen wir mal dahin. Ich will jetzt wissen, was da ist. Na, dann schauen wir mal. Hey, du hast ein du hast ein Pokémon-Multinavi. Dann musst du ein Pokémon-Trainer sein. Hier, probier doch mal dieses Item aus. Wundersaat. Gib das Item Wundersaat ein Pokémon zum Tragen und die Stärke seiner Pflanzenattacken steigt. Wundersaat ist übrigens nicht das einzige Item, das wahre Wunder wirkt, wenn es von einem Pokémon getragen wird. Hey, das geben wir gleich mal den Reptine. Würde ich mal sagen. Jupp, geben wir. Leichtstein? Achso. Eckstein, alle müssen versteckt sein. So, bevor noch ein Copyright-Strike kommt, gebe ich Ihnen jetzt die Wundersaat. Die gesamte Oberfläche ist mit Moos überzogen. Ein angenehmes Gefühl, wenn man es berührt. Ah, sehr schön. Ein Superball, weil wir so super sind. Yeah. Gut. So, jetzt sind wir... Noch ein Ball. Und X-Angriff. Blub. Es kommt kein einziges Pokémon. Erschreckend. Hä? Okay. Lol, es kam kein einziges Pokémon jetzt. Ich habe auch keinen Schutz an oder sowas. Nein, habe ich nicht. Komisch. Naja, egal. Dann gehen wir mal oben lang. Weil oben ist dann eigentlich, ja, der einzige Weg, wo ich noch lang gehen kann. Wir gehen erstmal heilen. Und beenden den Part. Bin ich blöd. Fail. Kämpfen wir nochmal gegen Felicia. Nee, Part beenden wir jetzt noch nicht. Ist zu lang. Zu kurz. Bringt nichts. So, thanks. Ich hoffe, wir kriegen mal ein Fahrrad oder wieder diese Rollerblades. Die es auch bei XY gab. Route 115. Der Weg kommt mir auch ziemlich bekannt vor. Höhlenforschungen ist nicht mit einem Spaziergang auf Route mit hohem Gras zu vergleichen. In Höhlen weiß man nie, wann ein wildes Pokémon auftaucht. Man muss immer auf der Hut sein. Okay, hä?
Ja. Ah, Mann, wir gehen mal zur Devon-Kooperation. Oh, ich blöd, Mann. Weil wir haben ja die Devon-Waren bekommen von den Typen. Jetzt bringen wir die mal zurück. Und das ist ja auch gleich hier. Oh, und? Wie sieht's aus? Hast du die Devon-Waren? Du hast es geschafft. Du hast sie zurückbekommen. Du bist wirklich ein großartiger Trainer. Ich weiß, ich werde dir zum Dank einen Superball schenken. Weil ihr so super seid. Danke. Ich möchte dich außerdem bitten, mir kurz zu folgen. Komm mir nach. Oh, darf ich zu diesem geheimen Weg rein? Bitte lass mich dort rein, bitte. Dies ist die zweite Etage der Devon-Kooperation. Hier befindet sich das Büro des Präsidenten. Ich bin dir unendlich dankbar für deine Hilfe. Das war eine ausgesprochene selbstlose Geste von dir. Bitte warte hier einen Moment. Ich bin gleich wieder zurück. Unser Präsident möchte dich sprechen. Bitte folge mir. Wie es weitergeht, werden wir beim nächsten Part sehen. Bis bald und ciao!